Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT, ich bin Keule und wir fahren heute eine nette Stunde lang auf Stufe 5 und versuchen da so viel Geld wie möglich zu verdienen mit Premium-Fahrzeugen, der, wie gesagt, Stufe 5. Ich habe da ein paar Fahrzeuge am Start, allerdings nicht meine allerbesten. Die sind nämlich keine Premium-Fahrzeuge, sondern ganz normale Standardfahrzeuge. Trotzdem, der stärkste Panzer in diesen Reihen ist natürlich der Panzer 5.4, den werden wir auf jeden Fall in Aktion sehen. Trainiert übrigens die Crew für meinen E50M. Ansonsten haben wir den Panzerkampfwagen T25. Nicht unbedingt der beste Panzer, aber ebenfalls ein Premium-Fahrzeug. Trainiert die Crew für den E50. Ansonsten noch mit am Start den Churchill 3. Ein Premium-Fahrzeug der Russen mit britischen Wurzeln natürlich. Churchill dürfte klar sein, ist mit diesem Pachtgesetz an die Russen abgeliefert oder geliefert worden. Hier müssen wir beim Zubehör noch ein bisschen was anderes mit reinpacken. Und zwar würde ich sagen, eine Lüftung. Was ist das hier? Verbesserter Drehmechanismus. Kann man machen. Muss jetzt nicht extrem stark sein, der Panzer, obwohl ich eine recht gute Crew drauf habe. Nämlich die von der IS3. Den werden wir gleich auch noch in Aktion sehen. Den KV 220 natürlich auch. KV 220-2 heißt das, glaube ich. Genau. Und zum Schluss noch eine Runde in der leichten Felderbitze. Vielleicht kriegen wir da was hin. Also so, die Fahrzeuge sind auf jeden Fall mit dabei. Und wie bei allen anderen Stunden, wo ich versucht habe, so viel Geld wie möglich zu farmen, habe ich auch hier die Tagesaufträge noch nicht angegriffen. Das heißt, verursachen Sie 500 Schadenspunkte in einem Gefecht, verursachen Sie 3500 Schadenspunkte, erreichen Sie mindestens Platz 3 Ihres Teams nach verursachten Schaden. Darauf kommt es halt an. Mal sehen, was wir da gleich zu leisten imstande sind. Auch hier auf der leichten Felderbitze, die fahre ich eher selten, eher eine schlechte Crew drauf oder sagen wir eine mittelmäßige Crew. Was bei dir ein bisschen aufgefallen ist, die Sichtweite ist extrem stark. 508 Meter Sichtweite mit diesem Zubehör hier. Also wenn das noch nicht aufgefallen ist, mir ist das mal ein bisschen ins Gesicht gesprungen sozusagen. Fand ich schon recht interessant. So. Ich würde sagen, wir werden noch ein paar Reserven aktivieren, weil ich das bei den anderen ja inzwischen, oder bei den anderen, wo ich auf Tier 7 gefahren bin, ebenfalls gemacht habe. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Knete es am Ende gibt. Also auch hier wieder, ne, Blick darüber. Sie spielen bisher null Gefechte gespielt. Keine Kreditpunkte, keine Anleitung, keine Wertung oder ähnliches bekommen. Ich mache kurz mein Handy aus, damit wir unsere Ruhe haben. Zack. So wie sich das gehört. So, Bahnleihen, ein paar Reserven aktivieren. Da, persönliche Reserven. Natürlich ein bisschen was mit Knete. 50% für eine Stunde. 300% für eine Stunde, jawohl. 300% für eine Stunde, jawohl. Und 50% für eine Stunde Knete extra. Dann geht's los. Wir fangen an mit dem Panzer 5.4, mein absoluter Traum. Panzer, mein absoluter Lieblingspanzer, habe ich mir erst im Frühjahr gegönnt, nachdem er bei, wo war der dabei? Beim Schwarzmarkt, glaube ich, genau, beim Schwarzmarkt war er dabei. Habe ewig lang gebraucht, bis ich zu dem gekommen bin. Hat auch Special Matchmaking, deswegen dauert ein Einstieg in ein Gefecht hier ein wenig länger als normal. Aber das ist okay. Demnächst kommt noch das Video zu oben an der Spitze. Da ist gerade der WZ-132-1, glaube ich, am Start. Ich habe recht viel Premium-Munition dabei, nämlich 40 Schuss. Denn wenn man auf 6er trifft, dann ist man auf jeden Fall das erste Ziel, auf den zurückgeschossen wird. Da will ich natürlich derjenige sein, der sich da vernünftig wehren kann. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, Premium-Munition dabei zu haben. Zumal wir auch gerne mal auf schwere Panzer treffen. Hier gibt es zwar nur 3 Stück pro Seite. Aber die tun halt dann mächtig weh. Ein Objekt 244 ist schon nicht so übel. Auch der BDR macht böse Löcher. Der KV 220-2 ist eher mit einer schwachen Kanone unterwegs. Hat ebenfalls Special Matchmaking. Mit dem werden wir nachher noch eine Runde fahren. Also auf Stufe 5 einige Fahrzeuge mit SMM dabei. Unter anderem der hier. Churchill 3, habe ich gerade eben schon erwähnt. KV 220 ist ebenfalls mit Special Matchmaking. Wir haben den Excelsior ebenfalls mit Special Matchmaking. Das ist schon, sind schon Panzer, die auch anwinkeln können, die sich auch vorne blicken lassen können. Wir haben keinen Aufklärer dabei, normalerweise ist es mein Job. Panzer 3J dürfte an meine Sichtweise nicht mehr annähernd herankommen.
mal hier meine mit. Ist jetzt offen gewesen. Die 3485M kommt da über die Mitte. Da werde ich mich leider ein bisschen kümmern müssen. Ich bin übrigens auch gegen Vierer. Also wir sind hier quasi in der goldenen Mitte gelandet. Hat schon ein bisschen was abbekommen? Ja, hat er. Für den werden wir mal auf Premium-Munition wechseln, obwohl das nicht so günstig ist. Wenn wir das tun. Aber der wird gleich den A44 überrennen können. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Das würde ich schon ganz gern vermeiden. Da sind wir durchgekommen mit Schadermunition natürlich. Offen sind wir auch. Haben wir nochmal abgeprallt. Dann müssen wir auf kurzer Flamme halten. Zeig dir nochmal. Ja, ich muss auf Bremen wechseln, das hilft nichts. Ich wollte das zwar eigentlich vermeiden, deswegen sind die Bremen-Fahrzeuge für so eine Sachen eigentlich auch nicht unbedingt geeignet, aber es hilft nichts. Ich muss, wenn ich hier ein bisschen was reisen will, tatsächlich ein bisschen was tun. Ordentlich was tun. Und das heißt jetzt auch, dass wir den ein bisschen unterstützen müssen. Auf der rechten Seite geht es gerade drunter drüber. Oh, abgeprallt tatsächlich. Ah, jetzt schon wieder. Ist ja grausig. Das ist ja grausig. Wir gehen wieder auf Stahlmunition. Wir können nichts tun. 6 zu 4 ist trotzdem gar nicht mal so übel. Der wartet nur auf mich. Das weiß ich. Und der wird auch zu Recht auf mich warten. 537 Schaden, absolute Katastrophe. Viel zu wenig. Normalerweise bin ich locker über 1000 Schaden. Gehen wir noch Premium, es hilft nichts. Abgeprallt. Ich lade schneller nach, Digga. Er lockt uns raus. 9 zu 7. Churchill muss das alleine regeln. Ich muss da unten einmal kurz unterstützen fahren. Ansonsten wir haben gleich über die rechte Seite überrannt, also über die 9er und 0er Linie. Wäre schon ganz gut, wenn wir das unterbinden. Da geht auch Standardmunition wieder, denn ein IKV und ein SAV und ein Panzer 4H sind normalerweise auch so zu durchschlagen. Ganz locker normalerweise. Also 537 Schaden nicht meins, aber ist komplett übertrieben. Panzer 4H. Mit zwei Schüssen, drei Schüssen weg. Echt, jetzt verlieren das recht gut, diese Seite. Ja, direkt offen. Das war mir klar, dass das da nichts wird. Aber bei 10 zu 11 sieht es noch nicht ganz so schlimm aus. Egal, wir gehen auf jeden Fall raus und springen direkt ins nächste Gefecht. Und da fahren wir. Was fahren wir da? Panzer T25. Panzerkampfwagen T25. Den jungen Freund hier. Hat eine 75mm Kanone, so wie ich das gehört. Ist natürlich ein Tscheche. Aber ein Eroberungsfahrzeug von den Deutschen, glaube ich. Dann wurde dann als Trainingsfahrzeug, glaube ich, genutzt. Ich glaube, um die 60, 70 oder 80 Stück gab es dann im Deutschen Reich. Und darauf wurden dann Panzercrews ausgebildet. Natürlich. Reines Fünfergefecht, eine leichte Felderbitze zum eigenen Team und eine Grille. Und unser Eins, ja. Mit einer schlechten Sichtweite natürlich unterwegs.
Panzer, die Crew von meinem E50 ist jetzt nicht die allerstärkste. Bismarck genannt, natürlich, wie sonst. Genügend Gunnabrischen hätten wir auf jeden Fall, um da drüben an den Rails ein bisschen was zu machen. Um Railway lang zu fahren. Vielleicht schaffen wir es bis dahin. Was das bei das Fahrzeug ein bisschen schlecht macht, ist der enorm hohe Wendekreis. Das wird man hier gleich sehen. Dadurch, dass sie die Kette auf der linken oder rechten, beziehungsweise auf der rechten Seite extrem schwach bremst, fahren wir in einen extrem großen Kreis. Da man sieht sich das an. Das sieht einfach nur kacke aus. So groß. Also, er ist zwar recht beweglich, er fährt einen 60er fast. Wenn ich da richtig dran erinnert bin. 50er, kein Problem. 55, kein Problem. 56, ja. Also knapp ein 60er geht. Aber wenn man halt irgendwo eng wenden muss, also jetzt irgendwie eine enge Kurve fahren oder so, ist mit dem nicht. Muss man auf jeden Fall drauf verzichten. So, wie gesagt, schlechte Sichtweite. Dürfte auch relativ schnell rausgehen hier mit dem. Drüben halbwegs ein Panzer ist, der sich vernünftig bewegt. Dann wird es sowieso schwer für mich. Keine Unterstützung. Einer ist mitgefahren. Der Rest wartet hinten. Was ich davon halte, Abstand von dieser Art und Weise zu spielen. Aufklärer tut nichts. Warum auch? Scheint nicht sein Job zu sein, hier irgendwas zu tun. Leopard. Rechts von uns. Nämlich genau da. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Bevor er nachgeladen hat, ist er dann auch schon raus. Also hat man ein bisschen was verpasst. Natürlich mit Premium-Munition, womit sonst. Und ich werde ja auch zumindest hochfahren, damit alle denken, ich würde hier hochfahren. Die hat das gedacht, wer sonst? Noch ein oben drauf. Bietet sich auch an, dahin zu fahren. Jetzt haben wir ein bisschen was umgefahren. Das war doch die Art, dass ich nicht dort gelandet bin. Inzwischen wieder offen. Keiner kommt da hinten mit. Alle warten hinten, obwohl nichts offen ist, gar nichts. Type 34, extrem starke Nachladezeit. Panzer WH. Könnte ich sogar erwischen. Das war natürlich ein Glück, ne? Hab da das Amorek erwischt. Artillerie dürfte auf uns eingeschossen sein. Ich werde mal F7 klicken. Mache ich normalerweise nicht so gern, aber ich brauche jetzt Hilfe. Es hilft alles nichts. Da ist er. Also es gibt. Ja, was soll man machen? Alle, wirklich außen, alle warten hinten, bis auf die schweren Panzer natürlich, die hier reingefahren sind. Und damit ein bisschen was geleistet haben. 1107 Schaden habe ich gemacht. 6 zu 3 steht's. Wir werden das gewinnen, obwohl wir da hinten einfach nur ja, so eine kleine Feiglinge haben. Aber was soll man tun? Das Schöne hieran ist halt, oder das Schöne, die Gefechte sind relativ flott vorbei. Und man kann direkt zum nächsten Fahrzeug springen. Obwohl man ja eigentlich, ja, mit dem einen Glückstreffer habe ich, glaube ich, recht gut zugeschlagen. Bergpass, dafür gab es 91.000. Wir haben sogar noch gewonnen. Oh, guck an, guck an. 71.000 bleiben am Ende netto übrig. Eine WTR von 1.500, das ist natürlich schwach. Aber hilft ja nichts. Aber weiter geht's mit dem Churchill 3. Special Matchmaking auch hier. Hat eine eher schwache Kanone, was den Durchschlag angeht. Aber eine recht gute Kadenz, so wie sich das für einen Briten gehört. Dementsprechend auch eine recht vernünftige DPM. Gerade für Stufe 5 müsste das normalerweise reichen. Gegen 6er reicht es auch noch gerade so. Gegen 7er darf er wirklich nicht antreten. Gehört er nicht hin. Das wäre falsch. So, wir müssen verteidigen. Wir müssen verteidigen. Tatsache. 1,9 Sekunden Nachladezeit. Das ist schon mal richtig flott. Dafür ist natürlich auch extrem langsam. Man sieht auch hier wieder die typischen britischen Gene, die
in den meisten britischen Panzern vom Zweiten Weltkrieg sind, nämlich die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Wir haben extrem lange Laufrollen, man sieht es da, um so eine Grabenkämpfe zu verhindern, zu denen es damals gekommen ist, also gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg, ja, gekämpft haben, wurden halt Gräben gezogen und der Panzer musste irgendwie drüber kommen. Mit kurzen Panzern natürlich etwas schwierig, mit langen Panzern ein bisschen einfacher. Dementsprechend alle fahren nach oben. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was das bringen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nach unten fährt kaum einer. Das heißt, ich werde hier mal die Seite wechseln. Ja. Problem war auch bei dem Panzer, wie bei den meisten schweren Panzern, wenn ihr einfach einmal die Seite ausgesucht habt, dann seid ihr dieser Seite fast schon verpflichtet. Denn ihr habt nicht die Mobilität, um hier nochmal die Seite zu wechseln am Ende. Kommt nicht in Frage. Deswegen fährt auch ein Excelsior nicht so weit nach vorn, um eventuell doch die Seite wechseln zu können, aber dafür ist das Fahrzeug einfach nicht ausgelegt. Da sieht man auch schon, wenn der Gegner hat mit dem Leopard, mit dem Aufklärer, mit dem einzigen Aufklärer, den er auf seiner Seite hat, eine sehr ungünstige Position gewählt, nämlich irgendwo hinten, ja, keinen Aufklärer spielen. Könnte ja wichtig sein. Kriegen wir da hinten einen Schuss drauf? Ne, kriegen auch, glaube ich mal, ist nicht in die richtige Position da hinten. Unseren ersten Panzer verloren. Mal sehen, ob er hier versteht, was ich vorhabe. Nämlich mich anwinkeln. Ich glaube nicht, dass er das versteht. 0 zu 1. Also auch hier wieder kleines Hinweis: Schild am Kampfgeschehen. Fahrt nicht allein irgendwo hin. Das bringt nichts. Das bringt nur Ärger. Mit dem Bein raushauen. Treffer, aber nicht kein Durchschlag. Wie gesagt, die Kanone kann nicht rausgenommen werden. Okay. Warum auch? Warum sollte man den auch rausnehmen? Jetzt jemand hätten ja ein bisschen Licht machen können, aber unser Aufklärer ist raus. Der Gegner hat seinen Leopard noch. Gleich das nächste, er steht mitten im Busch. Da, wo er wirklich niemandem hilft. Und er steht bereits 3 zu 1. Was erwartest du denn, dass wir rausfahren? Na, ganz sicher nicht. Nicht rausgenommen. Wie gesagt, auf dem bilde ich die Crew vom IS-3 aus. Fehlt natürlich, oder ich habe natürlich einen Funker zu viel, der ist auf der IS-3 nicht drauf. Aber ich habe halt keinen Platz woanders. Funker sind nicht besonders angesagt. Der Leopard auf der linken Seite. Kein Schaden drauf. Leopard auf der linken Seite, bleibt dabei. Winkeln. Zumindest gegen den. Da ist er. Jawohl. Chino davon. T34S. Schießt natürlich sofort mit Premium-Munition. Womit sonst? Bleibt doch dabei. Schießt weit auf mich. Blind reinschießen. Leopard vielleicht einer rausnehmen? Okay. Neben. Front halt tatsächlich durch. So, und dann wieder nach vorne. So, 604 Schaden haben wir mal ausgeteilt, 185 Schaden mal geblockt und 772 Schaden haben wir aufgeklärt. Ja, es wird auf mich geschossen. Doch jetzt jemanden hätten mit Sichtweite, der hier ein bisschen mitspielen könnte.
Okay, schießen weiter. Hat auch genügend Munition dabei, T-34. Wird erst knapp zum Ende des Spiels. T-34 bleibt wieder hängen. Ich stecke jetzt einfach mal den Unterstützungsschaden hier mit ein. Okay, Feuer ist eingestellt. Panzer 5-4 in der Mitte. Ich will noch ein bisschen was absahnen. Wenn ich dabei sterbe, ist nicht ganz so schlimm. Und der Panzer kann ja ein bisschen was. Auch dazu ist ein Premium-Fahrzeug. Da kostet ja das Reparieren nicht ganz so viel wie beim Standardfahrzeug. Die 34S mit 720 AP, das ist ordentlich. Haben halt ordentlich aufgefrischt. Das liebe Wargaming-Team. So, Panzer 4H können da drüben tatsächlich ein Problem werden. Schon vorne auf die Kelle zu schießen. So wie ich das gehört. Machen wir auch ordentlich Schaden. Jo, machen wir auch ordentlich Schaden. Artillerie hat uns auf den Kicker. Wirf. Wer sonst? Gegnerische Artillerie ist auch damit schon raus. Wer sonst? Jawohl. Zielt genau. Abgeprallt. Oh, ist mir wurscht. Das ist halt der große Vorteil, ne, wenn man so eine fette Kiste hat. Sich den Kill. Über 1000 Schaden gemacht. 3 Kills insgesamt. Da drüben können wir glaube ich auf die Stuck schießen, wenn wir da ein bisschen Zeit noch bekommen. Kanone zielt auch relativ flott ein, dafür, dass es eine schwere Kanone ist. Also von einem schweren Panzer eine Kanone ist. Ist auch noch einer drauf. 1297 Schaden gemacht. Ein Medium noch übrig. Da ist der S-35CA. Dürfte man keinen Schuss drauf bekommen. Panzer 4H ist irgendwo... Nee. Kriegen wir auch keinen Schuss drauf. Ja, halt schwerfällig und langsam und so weiter. Ist eher für den Verteidigungskampf gedacht oder sagen wir mal für. Wenn wir schon angreifen wollen, dann sollten es schon ein paar Häuser in der Nähe sein. Ein paar Häuserschluchten machen es auf jeden Fall einfacher. Ne, kriegen wir keinen Schuss. Ich glaube, den wird sich jemand anders ernten. Bin ich ziemlich sicher. Irgendwo noch ein TD. Probieren möchte. Wenn, dann muss er auf unserer Seite sein. Irgendwo hier in dem Bereich. Direkt vor uns. Daneben. Ja. Der nimmt das natürlich mit EPCA raus. Womit sonst? Aber 1366 Schaden ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ich würde sagen, wir springen einfach raus. Haben jetzt 8 Minuten fürs Gefecht gebraucht, wird aber trotzdem ordentlich Knete bringen. War okay, würde ich sagen. So, auf Livebox haben wir noch gewonnen. Sind damit bei 134.000 plus. Kann man machen. KV 220. Hab wie auch hier wieder recht viel Premium-Munition dabei. Aber das muss sein. Es geht leider nicht anders. Ich muss hier ein bisschen nachladen. Denn die Kanone auch hier mit dem Special Matchmaking Panzer natürlich zu schwach. Für viele Sechser und ich könnte natürlich auf Sechser treffen. Wenn ich hier mit Sechsern zu tun habe, wird auch Premium geladen, aber mit Fünfern nehme ich es auch so auf, mit den meisten Fünfern zumindest. Ja. Mit dem Panzer 5-4 zum Beispiel hätte ich wahrscheinlich meine Probleme. Denn der hat eine wirklich extrem starke Wanne. Die Kanone vom KV-220-2 ist nicht unbedingt genau, um da oben durch den Turm durchzukommen. Ja, wir haben auch gegen Sechser, okay. Fünfer und Sechser. M10 RBFM, Su 85, A20 und so weiter und so weiter. Boogie T950. Oh. Wenn mich der T950 einmal richtig trifft, dann drittelt mir meine HP runter. Das wäre nicht so interessant. Also standardmäßig 99 Durchschlag. Das ist nicht so prall.
noch Premium mit 10, 121. Das ist leider auch nicht so viel, aber ist egal. Wir wollen Knete machen, wir werden Premium-Munition ein bisschen links liegen lassen. Mal gucken, ob es geht. Aber auch hier wieder ein Begegnungsgefecht, das heißt, wir treffen uns irgendwo auf der 1er 2er Linie bei EF und machen dort auf der 2er Linie bei EF und machen dort den Cap unter uns aus. Ein Aufklärer, ne, drei Aufklärer, eine Artillerie, eine Grille und eine leichte Felderpizza, die werden wir gleich auch noch sehen. Karelien, Churchill und so weiter, okay. Wieder ein bisschen abgerannt. Schön langsam drehender Turm, so wie es das für einen schweren Panzer gehört. Obwohl die kleine Kanone drauf ist, das ist eine 57mm oder so, 76mm Kanone. Okay. Naja. Jetzt sind wir mal nicht so. Nichts aufgeklärt. Scouts werden das gleich unter sich ausmachen, denke ich mal zumindest. Wenn ich dann versuche reinzufahren, dann gibt es tierisch eins aufs Brett. Für mich zumindest. Leopard fährt schon zurück. Ich bin hier allein auf der Seite, deswegen werde auch ich mich hier wieder zurückziehen. Ja, die fangen dann ein, ins Cap zu fahren. Ich glaube, ich habe auch hier eine eher schwache Crew drauf, weil es klappt nicht mal, dass ich einen Alarm drauf habe. Ja, die ersten fahren ins Cap. Das mit Gun Depression? Doch nicht bei russischen Panzern, Gottes Willen. Allein vorfahren ist halt blöd. Aufklärer mitnehmen, ebenfalls nicht besonders. Was die Panzer Selbstfallerfette da drüben macht, da hinten, der junge Freund, absolut unbegreiflich, was der da will. Artillerie hat seinen Job gemacht. Die 150 steht an, ich brauche Premium, sonst hilft leider nichts. Ich würde es gern vermeiden, aber es geht nicht. Ist nicht möglich. Und die leichte Felderpizza hat den T150 auf dem Kieker. Wenn ich die schützen soll, musst du sagen. Fahr ich vor dich. Abgeprallt natürlich. Boah, komm durch, VK. Ich weiß nicht von wo. Keine Chance. Daneben. Abgeprallt. Prall bei ihm ab. Da nicht. Vier Schaden, Leute. Vier. Vier Schaden. Wenn ich Pech habe, gehe ich mit vier Schaden raus. Aber ein Kill gemacht. Super. Ne, ist mir zu gefährlich. Bin hier komplett alleine. Gleich werden wir von der Seite her noch mit überrannt. Daneben. Auf die Entfernung. Man sieht es sich an, wie langsam die Munition unterwegs ist. Treffer und ein bisschen Schaden gemacht. Nö. Jawohl. Okay, sieht nicht ganz so schlimm aus. Weiter nach vorne. Also es wird... Ich habe schon wirklich starke Runden mit dem Panzer gehabt. Gibt es absolut nichts. Der kann auf jeden Fall was. Aber so auf offenem Feld ist er eher ungeeignet. Da macht er wirklich überhaupt keinen Spaß. Und ich kriege auch nichts mehr ab. 472 Schaden, mehr ist es nicht. Auf der Kiste. Aber wenn nachher noch Zeit ist, die anderen Panzer durch habe, dann werde ich die Lieblingspanzer noch mal fahren. Panzer 5-4 zum Beispiel. Der ist auf jeden Fall dabei. Der glaube ich eher nicht. Churchill war glaube ich auch gar nicht so schlecht. Wir haben gewonnen. Ganz locker würde ich fast sagen. Na, ganz locker war es nicht. Wenden wir an. Ah, jetzt sind wir gleich ein bisschen aufgestiegen. Ja, wenden wir mal an. So, 50.000 haben wir hier gemacht.
30.000 für einen Bonus für irgendwelche Aufträge. Okay. Wie viele Knete sind wir jetzt? 267.000. Okay, würde sagen, leichte Felderbitze. Munition ist ganz gut verteilt. Hohlladungsgeschoss, keine Ahnung, wozu ich das mit habe. Probieren wir aus. Und das nach einer halben Stunde. Das könnte bedeuten, in einer Stunde ungefähr eine halbe Million zum Zusammenfarmen. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, geht wahrscheinlich noch mehr. Wenn man vernünftig fährt, geht wahrscheinlich noch mehr. Wenn man auf Premium-Munition komplett verzichtet, dann ja, wäre das wahrscheinlich optimal. Okay. Gegnerteam, eine Grille, eine M41 HMC. Okay, kann man machen. Destroyer 687. Und hier natürlich brutal, eine 7,7 Sekunden Nachladezeit für eine HE-Wumme, für eine HE-Granate aus einem Artilleriefahrzeug. Das ist schon ziemlich gemein. Wir werden auch gleich versuchen, hier ein bisschen nach rechts zu fahren und dem Aufklärer aus dem Weg zu gehen. Das ist ein T-50-2. Oh, es wird schwer. Der hat eine gute Sichtweite. Da muss ich ganz weit am Rand fahren. Ansonsten bin ich hier sofort offen und dementsprechend auch sofort raus. Denn die Artillerie gilt als extrem gefährlich. Die würden, glaube ich, auch eher auf mich schießen als auf die Grille. Obwohl die eigentlich ein bisschen mehr Durchschlag, beziehungsweise ein bisschen mehr Alpha-Schaden haben dürfte. Ich habe, glaube ich, 350. Ne, 410. Ne, doch 410 mittlerer Schaden. 350 auf dem Hohlladungsgeschoss, genau. Und auf der panzerbrechenden 350. Mal gucken. Hier schon oft erlebt, dass auf der Kanone die Munition ausgeht. Und wenn wir mal gucken, wie weit wir damit schießen können, da ist nämlich bei der Reichweite ein bisschen eingeschränkt. Finde ich leider ein bisschen schade, aber es hilft nichts. Hier kann ich auch leider die Sichtweite nicht ausspielen. Das wäre echt interessant, wenn das funktionieren würde. Dahin kommen wir, okay, hätte ich nicht gedacht. Ganz bis dahin kommen wir nicht. Da schau. Doch, wir kommen bis ganz hinten. Aber halt nicht quer übers Feld. Das fällt aus. Bis mal nach vorne fahren. Wo ist unser Aufklärer? Das wäre interessant zu wissen. Den darüber? Ne, da kommen wir nicht hin. Das ist außerhalb unserer Reichweite. Also Artillerie-Gameplay nicht unbedingt meins. Was für eine Überraschung. Hinterhältig irgendwo sitzen und dann versuchen. Wieder offen. Das liegt von dir. Treffer, aber noch kritisch. Und HE drin, oder? HE ist drin, jawohl. Vielleicht noch einen hinterher. Ja, fahr dahin, das ist lieb von dir. 382, der hat wehgetan. Haben wir noch einen? Vielleicht hat er sich ja erschreckt. Hat sich nicht gelohnt. Schade. Hier einen Schuss drauf? Ne, da ist er. Der Pickel ist weiß, das heißt, wir kriegen da keinen Schuss drauf. Das heißt, wir müssen hier drauf schießen. Halten wir mal blind einen raus. Daneben. Vielleicht geht's jetzt. Ne, aber da hätte ich, den hätte ich wahrscheinlich sogar erwischt, wenn ich da hätte richtig drauf schießen können. Aber wird genau getroffen. Gleich den nächsten hinterher. Zack. KV85 steht hin. 7 zu 0. Boah, brauche ich nicht zu sagen, was ich davon halte. Dürften, glaube ich, die meisten eh wissen. Da mal einen hin. Dürfte nicht mein Kill gewesen sein. Taste Cromwell. Hallo Cromwell.
nehmen noch einen. Daneben. Aber zumindest schon mal in der Nähe. Wenn jemand ein bisschen stoppen könnte, wäre super. Ja, zum Beispiel ich. Okay, ist gezogen. Da ist er. Da war er. Da war er auch schon wieder vorbei. Nee. Zu langsam. Gehen wir nochmal hierher. Vielleicht hat sich da noch irgendwo einer versteckt. 14 zu 1, Leute. Muss ich... Das ist, was soll ich dazu sagen? Schaden sind es. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht 700. Der VK30 dürfte noch ein bisschen was eingesteckt haben. Dürfte vielleicht noch irgendwo in der Nähe sein. Nähe ist hier unten. Ne, keine Chance. Keine Chance. Also das Spiel wieder extrem schnell. Nach weniger als 5 Minuten ist es vorbei. Und wir haben 515 Schaden gemacht. Hier sind wir auch mit Rationen gefahren. Das muss ich leider mit dazu sagen. Die hätte ich wahrscheinlich vorher rausnehmen sollen. Aber die Nadelanzeige ist so schön, wenn sie rationiert ist. Von daher war es trotzdem recht lustig. 20.000 für Verbrauchsmaterial, okay, da bleiben nur 9.000 übrig. Hätte ich vielleicht rausnehmen sollen. Wie viel Schaden war es jetzt insgesamt eigentlich? So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ja, 515 tatsächlich. Ich habe den Blind nicht mehr getroffen. So. Black Prince. Nee, schwache Crew. Excelsior. Gar keine richtige Crew. Fangen wir wieder von vorne an. Fahren wir Panzer 5-4 und versuchen dort nochmal eine vernünftige Runde. Das kann ja so schwer nicht sein. Knete bisher 277.000. Jetzt aber hier Attacke. Also 70, 80, 90.000 auf dem Panzer 5-4 in normalen Runden schon recht leicht möglich. Na los. Hier ist halt wieder Special Matchmaking. Ne? Wir kommen nicht so einfach ins Gefecht. 3 Sekunden warten. Da machen andere zwei Gefechte. Ja. Gegen 5er und gegen 4er. Ich glaube, hier können wir die Sprengmunition stecken lassen. Und gleich den Hügel erobern oder nicht? Aufklärer. 1, 2, 3, 4 Stück. Wow, 4 Aufklärer ist viel. Wir können es probieren. Probieren wir mal zu erobern. Ist ja immer recht lustig. Wir fahren einmal hier hinten durch diese Senke durch. Das wird mein Weg. Wenn jemand Lust hat, mir zu folgen irgendwie. Mal gucken. 100 Schuss. 150 Schuss insgesamt. 100 Schuss Standardmunition. Auf jeden Fall Potenzial für viel, 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 viel Schaden. Hier Durchschlag 110, glaube ich. 110. Schadenspunkte. Das ist ordentlich. T34 ist. T28 ist extrem schnell. Warum der vor mir fährt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sinnlos ist. Jetzt keiner versuchen wird, hier mir hinterher zu fahren. Abgeprallt, na klar. Wollen die mich verarschen oder was? Premium-Munition. Premium-Munition die ganze Zeit. Was ist denn los mit denen? Gleich versucht man mich auszunehmen. Kleine Sau. Natürlich nicht funktioniert. Ich so unheimlich harter Typ bin. Bald hier 28. Fahren wir gleich mal nach oben. Gucken wir kurz Hallo. Keine Artie dabei. Das könnte hier tatsächlich etwas lustiger werden. Aber das war ich. Es tut mir auch immer leid, dass ich gegen Vierer antreten muss. Aber was soll ich machen? Ich kann es ja auch nicht ändern.
So, 1300 Schaden, das ist schon eher Normalität auf dem Fahrzeug, auch mit Standardmunition. Was machst du da? Weiß es nicht, oder? Wir rücken hier weiter nach vorn und geben den Jungs da oben ein bisschen ein Ziel, die Möglichkeit, ein paar Ziele zu bekämpfen, die da offen gehen. Tatsächlich um die Ecke. Verrückten. Ja, da wollen wir nicht sterben. Auf keinen Fall. Ein bisschen Unterstützung kriegen können von dem Rest da, wäre echt super. Ach, der Excelsior holt mich. Mit Premium, womit sonst. 1535 Schaden. Natürlich. Und auch von den Siegen her ist er recht gut dabei. Aber ich glaube, das würde sich jetzt ändern. Denn die haben uns auf der einen Seite schon komplett überrannt und von denen hier oben ist bisher noch nicht viel zu erwarten gewesen. Der hat 2 Kills und der hat 2 Kills. Also ein 4er mit 2 Kills und ein 5er. Der Gegner hat noch 1, 2, 3 5er am Start und führt mit 8 zu 10. Mit 10 zu 8, das wird, glaube ich, das wird nach hinten losgehen. Da hat mir am Anfang der Aufklärer ein bisschen zu viel Schaden eingebrockt. Und ich hatte zu wenig Unterstützung, aber daran wollen wir es natürlich nicht festmachen. So, Panzerkampfwagen in T25 gleich nochmal. Weiter geht die wilde Fahrt. 20 Minuten haben wir noch. Dum, 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 dum. So. Gegen 6er, gegen 5er, gegen 4er. Okay. 2 Artis, 1 Aufklärer. Der Aufklärer ist 1 Stufe. 4, ein Lux. Bei uns ist der Aufklärer nicht dabei. Also, Gegner kommt mit dem Aufklärer um die Ecke. Was ein Lux ist, wo es nicht ganz so schlimm. Ich sehe es ein, das ist nicht ganz so wild. Aber normalerweise auf einer offenen Karte, und das ist nun mal eine offene Karte, auch wenn wir hier in der Mitte ein Stadtgebiet haben, auf einer Karte, offenen Karte, ohne Aufklärer, da bist mächtig angeschissen. Da sage ich so, wie es ist. Finde ich nicht so toll. Wargaming. Muss mehr drin sein. Dann lass den Lux halt außen vor. Das schiebt noch irgendeinen anderen Panzer. Kann also schwer nicht sein. Ich fahre hier wieder allein auf die Seite. Und fährt der TDR hinten auf die allerletzte Position. Frage über Fragen. Panzer 5-4 in eigenen Reihen? Nein. Also es ist wirklich ein Überpanzer, auf den ich schaue. Und Schaden gemacht, hätte ich nie im Leben gedacht. Demo dürfte auch gleich die Artillerie hier sein. Da kommt sie schon. Habt ihr gesehen? Sieht super aus. Ein bisschen Arti-Schaden. Lieber Arti-Schaden als Arti-Schocken. Super, dass du das probiert hast. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Hm? Weiter geht's. Ja, auch extrem langsam drehender Turm. Ja, echte Schwachstelle. Im Großen und Ganzen jetzt nicht das Mega-Fahrzeug, um jetzt hier Trainingsfahrten durchzuführen. Könnte da drüben stehen. Hauen wir mal blind einen rein. Nicht auf dabei, steht nicht da drüben. Da haben wir T34. Haben wir keinen Schuss drauf. Den Kollegen da auch keinen Schuss. Unten ist der Aufklärer. Sind wir echt allein hier auf der Seite? Drücken wir mal die Mathilde. Da, abgeprallt. Komm, probier nochmal. Halten. Jawohl, so wie ich das gehört. Kette gezogen. Dürfte inzwischen sein Repair-Gate auch verschossen haben. Und
damit ist er dann auch schon eigentlich raus aus dem Leben. Können wir davon? Ja, fahren mit deiner Suda rein. Eine tolle Idee. Müssen wir auch gleich wieder vorne gleich die Panzer aufgeben. Dürfen wir ganze Menge sein. Du kommst da nicht lebend raus, oder? Also, hab nichts dagegen, wenn einer ab und zu mal ein bisschen eine dicke Hose macht. Gehen wir keinen Schuss mehr drauf, schade. Treffer. Nochmal probiert. Du wirst eigentlich merken, dass die Einschläge bei ihm ankommen. Trotzdem fährt er da weiter nach vorn. Verstehe ich nicht so recht, wieso er das macht. Lago ist wieder zu. Die Auto hat der Reichweite. Dürfte gleich aufgehen. Da ist er jetzt zum Beispiel. Ich habe gar nicht mehr Gas gegeben und trotzdem fährt er eine extrem große Kurve. Nicht so prall. Gegner irgendwo da hinten eingekesselt. Gehe ich mal von aus, dass ja 1-2 TDs stehen. Da oben oder im Medium. Panzer 4H. Was sonst? Bleibt doch hinten stehen. Natürlich letzte Reihe. Wo sonst? Wo sonst könnte man hier irgendwie wörtlich herumstehen und nichts tun? Artillerie nicht in der Lage, mich hier, oder will hier nicht auf mich schießen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jawohl, kommt durch, selbstverständlich. So wie sich das gehört. Und da bin ich auch raus. 10 zu 6, 922 Schaden. Ich glaube, das Ding geben wir mal wieder. Das ist, glaube ich, eine recht gute Winrate insgesamt. Wenn ich jetzt das Ganze jetzt so bisher angeschaut habe, wollen wir gleich mal aufs Ergebnis gucken. Beziehungsweise gucken wir auf das Zwischenergebnis als allererstes. So, auf Wiedersehen. Die letzten drei Panzer dürften, glaube ich, recht locker rausgehen. Aber es gibt halt immer welche, die hinten an der roten Linie snipen, die nicht mit nach vorne fahren. Es gibt Panzer, die da einfach hingehören, das ist mir vollkommen klar. Aber es sind halt nicht unbedingt alle und erst recht nicht alle, die da hinten hingestellt werden. 5 Siege aus 6 Gefechten, ist okay. Damit kann ich, glaube ich, recht gut leben. Mit dem Churchill hatte ich vorhin, glaube ich, eine recht gute Runde. Probieren wir gleich nochmal aus. ...5100er Wertung ist nicht so prall, aber das soll egal sein. Zwei Gegner zerstört, gegenüber selbst zerstört einmal. Das ist okay, kann man auf jeden Fall machen. Und weiter geht's. Natürlich wieder gegen 6er. Das war ja klar. A44 tatsächlich auch mit Standardmunition von mir zu durchschlagen. M6, da sieht schon wieder ein bisschen schlechter aus. T34-85, den dürfte ich normalerweise nicht unbedingt treffen. Eine Arti pro Seite. Zwei Aufklärer, einer ist ein Type 64, auf den treffe ich wahrscheinlich auch nicht, Leopard wahrscheinlich auch nicht. Ansonsten ein paar Mediums und ein paar TDs. Ja, mal gucken. Halt so eine typische kleine Kanone, Infanteriebegleitkanone ist das. Jede Menge Munition kann man da nach vorn schicken. Also Nachladezeit 1,9 Sekunden. 130 Schuss Standardmunition, das ist schon ordentlich. Ob ich den unbedingt nochmal wieder kaufen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat damals 7 Euro gekostet oder 7,50 Euro. Da habe ich noch viel Geld ausgegeben. Was heißt viel Geld? Zumindest habe ich damals noch Geld ausgegeben fürs Spiel. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Gibt man nicht mehr so viel Geld aus. Gibt es andere Sachen, die wichtiger sind. Das Haus immer kaputt machen. Wohneigentum zerstören. Immer wieder lustig. VK3001. Das ist ein geiles Gerät. Vielleicht fährt er rechts lang, das wäre cool.
rechts an dieser Halle vorbei. Ich glaube, die Leute da, die Gegner da in Schach halten, das könnte ich mir tatsächlich zutrauen. Ne, kommt mit rein. Schade. T34-85. Auf den hätte ich eigentlich nicht gewettet. Kommt natürlich trotzdem. Da ist er raus. Leopard. Das ist für eine Kanone drauf. Nicht seine Standard-Maschinenkanone, die eigentlich ziemlich gemein ist. Ja, ich schlage über. Und er schießt mit Scharfmunition. Warum kann mir keiner, glaube ich, erklären? Nicht so richtig zumindest. Oh, ganz schlechte Idee. Sich da hinein zu begeben. Ja, er schießt immer noch. Daneben. Jag ihn weg. Jag ihn zum Tod. Und wir holen uns den M6. Das hilft nichts. Premium-Munition oder nicht? Das ist die große Frage. Der wird allein mit dem nicht fertig, sehe ich. Leider. Aber wir müssen auch Bremen wechseln, es hilft alles nichts. Da kommen wir nicht durch. Ich wollte es gern vermeiden, aber was soll man machen? Es hilft ja nichts. Keine Chance. Gucken, wir ihn haben. Und reinhämmern, so viel wie geht. Der ist rückwärts zu uns. Immer rein mit dem Schaden. Jetzt sind wir gleich bei 2000. Schießt natürlich mit Premium-Munition, womit sonst. Bam. Über 2100 Schaden. Und mit 9:1 natürlich auch wieder so extrem bösartig. Ich gehe davon aus, dass mich der Wolverine gleich holen wird. Ich bin natürlich so gut wie ungeschützt gegen diesen TD. Zu gefährlich. Soll jemand anders aufmachen. Da bin ich jetzt mal Hasenfuß. Aber die anderen haben deutlich mehr HP. Der ist fast full life. Und der da drüben ist full life. Komm, gib ihm. Jawohl. Und weiter geht's. Immer weiter rein. Kette ziehen. Bisschen Unterstützungsschaden einstreifen. So wie es das gehört. Da kann man nochmal blind einen reinhauen. Da nochmal blind einen reinhauen. Da nochmal blind einen reinhauen. Die 43 offen. Ebenfalls wieder so eine Sache. Warum fahren die bis ganz nach hinten? Und warum warten die ganz hinten? Absolut unnötig. Auch wieder komplett zurückgezogen. Panzer 4H wird ihn gleich aufmachen, schätze ich mal. 14 zu 2, 2489 Schaden. Auch noch einen Schuss drauf? Nee. Das wird nichts für mich. Nee. Also, wir haben zwei Kills geholt, wir haben 2489 Schaden gemacht, haben Premium-Munition geschossen, das waren glaube ich 8 Schuss. Aber ansonsten hätte ich den M6 nicht rausbekommen. Der ist mir einfach zu hart für meine eher schwache Pumpe, eine Bleipumpe, die ich davon drauf habe, aber ansonsten das Team ja, leider ein bisschen mies drauf. Aber wieder eine zweite, die zweite gute, wirklich gute Runde. Das Ganze ist ein Einser gewesen, das Ganze ist ja Deko erhalten, ist mir wurscht, ist mir egal. Da zack, noch einen oben drauf, ein Pro plus gemacht, 88.000, 20.000 für Munition. Ja, okay, Premium Ballerei, das ist halt so. So, 8 Minuten haben wir noch. Den KV-220 fahren wir nicht nochmal. Wir fahren auch nicht die leichte Feldarbeit nochmal. Wir fahren nochmal Panzer 5-4. Einfach mal, weil der mit am meisten einbringt. Bei wie viel Knete sind wir jetzt? 476.000 in 53 Minuten. 7 Siege aus 8 Gefechten. Das ist allerdings auch schon, ja, deutlich mehr als bei mir im Durchschnitt. Da habe ich auf jeden Fall eine schlechtere Wertung normalerweise. Das ist auf jeden Fall
eine gute Stunde bisher gewesen, selbst wenn die Runde jetzt extrem schlecht werden sollte. Habe ich da, glaube ich, gar nicht mal so übel ausgesehen. So. Also, morgen gibt es, oder in kommenden Tagen gibt es oben an der Spitze, gibt es wieder ein bisschen was zu feiern, beziehungsweise was zu erleben. Den WZ 132.1 ist das, glaube ich. Und den werden wir uns ein bisschen unter die Lupe nehmen und wir uns den 8 und den 9 und natürlich auch den 10 angucken und gucken, ob es da ein Trainingsfahrzeug für gibt. Und ansonsten, ja, dürfte es auch wieder. Eine Replay Challenge gibt es erstmal nicht, denn ich will Wargaming kein Geld mehr in den Rachen stopfen. Auch wenn ihr das Geld, beziehungsweise das Gold in dem Fall erhaltet, finde ich trotzdem nicht, dass die das verdient hätten. Ihr hättet es verdient, aber Wargaming halt nicht. Deswegen lasse ich das aktuell eher sein. Könnt mir trotzdem Replays einschicken. Wird auch noch ein kleines Special nochmal geben. Den fleißigsten Einsendern. Unter anderem Steiner EK12, Haverzi dürfte da mit dabei sein. Und diverse andere Leute ebenfalls. Also auf jeden Fall euch freuen. Es geht natürlich trotzdem weiter. Ich bin aktuell auch wieder ganz normal arbeiten. Also bin natürlich aktuell ganz normal arbeiten. Allerdings nur noch mit einem Job. Die Sommersaison bei meiner Security ist vorbei. Da wird es erstmal nichts mehr geben. Erstmal nichts mehr verdient. Natürlich, ich schieße daneben. Dass es so schön anbietet. So, würde ich sagen, fahren wir hinten zum Hall, denn unser zweiter und unser dritter Schwerpanzer haben es nicht für nötig gehalten, da drüben irgendwie zu unterstützen. Der A44 fährt aber unbedingt weiter. Sehr, sehr clever ist es nicht, aber das will man machen. So, dafür geht allerdings unten auf der H, J und K-Linie nichts. Also. Nee, die warten unten. So wie sich gehört. Wenn ich hier vom Kombi B ein bisschen fernhalte. Wir haben hier das deutliche Untergewicht. Ungenau sind denn heute? Haben wir B hinter uns? Ziemlich unnütz da drüben. Tatsächlich keinen Schuss auf mich. Wer hat das gedacht? Mal den hier. Sind auf jeden Fall alle mal überrascht, so ein bisschen zumindest. Jede Menge TDs. Also, wer jetzt noch einen Aufklärer hätte, hätte natürlich Riesenchancen. Aber unsere Aufklärer ist irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, was er da drüben macht.
bringt hier nichts weiter zu fahren. Ich sag's gleich mal von vornherein, oder von vornherweg. Es bringt gar nichts hier weiter runter, die A-Linie runter zu fahren, denn unten sieht es abgeprallt. Am dritten. Genauso gut wie der KV2 vorhin, der KV1. Und werde mich hier unten in den Mediums widmen, denn da scheint irgendwie nichts vorwärts zu gehen. A44 zu hast, das bringt wohl nichts, sich da hinzustellen. Wir haben hier oben eine Stufe 3 stehen. Ein bisschen Glück kann die. Ah, okay, der IKV fährt nach vorn. Hat wahrscheinlich nichts vor die Flinte bekommen. Arme Sau. Oh, leid. Also, ich habe keine Ahnung, was ich wahrgehe, mir dabei denkt, da 7 TDs in ein Team zu wählen. Das kann nicht lustig sein. Für keinen. Egal ob TD oder nicht. Das ist vollkommen wurscht. Ich brauche da jetzt auch nicht nach oben fahren. Dann kommt BB, wird schon auf mich warten. Der lässt sich da jetzt zusammenschießen, so wie ich es mir gedacht habe. Denn sind genügend TDs, die ordentlich Rambazamba machen mit ihm. Und das Ganze wird jetzt hier irgendwie ausgesessen. Keine Dynamik im Spiel, absolut keine Action, natürlich auch, das dürfte wahr sein. Da gehen wir mal Schuss drauf, wahrscheinlich nur einen. Noch einen zweiten, wahrscheinlich vielleicht noch einen dritten. Okay, gehen wir das raus. Panzer 3J ebenfalls hinten. Okay, das ist ein Vierer. Von dem verlange ich nichts, gar nichts. Kommel B. Wehgetan ist. Nochmal nicht. Dieser Vorwärtsfahrer fährt weiter nach vorne. Also der am längsten stillhält, der gewinnt hier. Traurig. Das kann nicht das Ziel sein vom Wargaming, dass das Spiel so gespielt wird. Aber genau sieht es leider zurzeit aus. Und geht Dings auf. 19:9 steht's. Wird nun entschieden. Könnt ihr mir fast vorstellen, dass das hier nun entschieden wird? Gehen wir mal mit. Und daneben. Ja, keiner schießt so viel Grombel. Der hat noch 800, von 840 noch 732 HP. Da bin ich natürlich nicht in der Lage, da irgendwie was dran zu ändern. Unten wird kein Druck gemacht. Wir werden nochmal auf Hilfe pochen. Der wird gleich kommen und mich hier versuchen auseinanderzunehmen. Rummelt, da drüben ist er. Das wird er auch hinkriegen. Da ist er. Drei
war. So. Habe ich jetzt ein bisschen Unterstützung? Ja, eine Stuk 3G. Geil. Bleib da und tu nichts. Genau, das machen die anderen auch. Zweite ist noch übrig. Null Chancen. Und Stuk 3G trifft. Doch, sie trifft! Aber gleich repariert. Gleich repariert? So schnell? Okay. Ich glaube, da will die Cromwell einmal kurz gemeldet werden. Unfaire Spielweise. Ja. Also eine Automatik beim Reparieren von Ketten. Also Ketten, die sie automatisch reparieren, das ist natürlich ist nicht drin. Leute, da kenne ich keine Freunde. Das mag ich nicht. Ist nicht umsonst nicht zulässig. Gucken Sie das Gefecht noch bis zum Ende an. Ich denke mal, das dürfte dann die volle Stunde sein. Das könnten wir auch noch verlieren. Denn die Stuk 3G ist dann natürlich komplett allein. Und ich weiß nicht, warum der Marder da drüben steht. Es ist völlig sinnlos, den da hinzustellen. Gib ihm. Was schießt der? Was schießt denn du, Digga? Man hat keinen Sechser mehr. Meinte der noch übrig? IKV 103? Der erste Medium. Kannst du Premiumladen, Digga? Aber sowas vom Medium. Sowas vom Premiumladen. Leerte Premium. Bist übrigens allein. Bleibt hängen. Hat mit Sicherheit kein Premium. Oh, okay. Am Ende macht die Cromwell den Unterschied und nicht ich. Hat auch auf mich mit Premium-Munition geschossen, um es wirklich sicher zu machen. Sehe ich auch ein. Stuk 3G. Der hat wahrscheinlich schon aufgegeben. Mit seiner Kloffel? Nee, der tat sich noch am Leben. Aber die Cromwell wird das hinten aussetzen und dann wird es ein Unentschieden werden. Oder wir verlieren das Ding hier noch. Beides möglich. Ich bin mit einem Kill unterwegs gewesen. Wie viel Schaden habe ich gemacht? 862. Schwache Runde von mir. Das gebe ich ehrlich gesagt noch zu. Aber gegen wirklich 7 TDs, da muss man. Ja, kann man leider nicht anders spielen als diesen. Ja, als diese Hasenfuß-Taktik. So wie es halt die TDs auch spielen. Hinten so lange warten, bis es irgendwann entweder zu langweilig wird oder die anderen die Arbeit gemacht haben. Ja, der macht jetzt das Geschäft sozusagen seines Lebens. Einer der langsamsten Panzer mit, BDR. Fährt auch nicht nach vorn. Warum sollte er es tun? Stuk 3G wartet sich hinten einen ab. Also ich mache das jetzt nicht, um hier das Ganze noch unnötig in die Länge zu ziehen, sondern um euch zu zeigen, wie ganz einfach streckenweise gespielt wird. Und da nehme ich teilweise zumindest auch einige absolute Top-Spieler nicht aus. Ohne mich jetzt hier irgendjemanden direkt zur Brust zu nehmen. Selbstverständlich auch einige Streamer und einige möchtegern Streamer und natürlich auch einige YouTuber, die sich für geil halten, da gibt es ja nur wirklich genug. Da muss ich drehen. Ja, in die Richtung. Tatsächlich. Schau, wer da ist. Und der BDR1 ist natürlich dann. Ja. Also. Dass das Ding hier verloren geht, war am Ende, glaube ich, klar. Ich habe nur mit dem Unentschieden gerechnet. Ich würde mich da gar nicht mehr großartig auf irgendwas einlassen, Digga. Das Ding kannst du vergessen. Entweder die Captain durch, dann sind sie natürlich Sieger. Oder die versuchen dich rauszunehmen, dann gewinnen sie natürlich auch. Das ist quasi jetzt hier auf dem. Also ich würde gar nicht nach vorn fahren. Einer allein schafft es nicht, die müssen zu zweit cappen. Ja, keine Bäume umfahren. Eieieiei. Also von den Möglichkeiten, die es hier gibt, nämlich zum Beispiel irgendwelche
Automatiken einzubauen, dass man sieht, wo Bäume umfallen. Davon rede ich ja noch gar nicht. Gibt es ebenfalls. Die kriegt man noch nicht mit. Bleib! Ja, hätte funktionieren können, aber lost, ja, was sonst. Natürlich, eine Niederlage. 5 Kills vom Cromwell B. Der hat da oben gleich mal machen können, was er wollte. Keine TDs, die irgendwie ein bisschen ja, unterstützt haben, sondern die haben natürlich lieber hinten gewartet, als sonst irgendwas zu machen. Der wird es wahrscheinlich noch rausgehen, wenn ich das richtig sehe. Was soll man dazu sagen, Leute? Sind einfach nicht in der Lage, Wargaming ist nicht in der Lage, ein absolut einzigartiges Spiel, weil da gibt es nun mal keine Konkurrenz, so hinzukriegen, dass alle was von dem Spiel haben, dass es wirklich lustig ist. Es ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig. Nochmal 43.000 eingesackt. Das hat der Grombel. Eine 1900 Schaden, 1116 Wertung. Was hat er sonst? Eine 7600er Wertung. Okay. Basics B habe ich natürlich vorhin gemeint. 84 Ms auf 131 Panzern bei 15.000 Gefechten. Okay. Ich bin auf Platz 1, komischerweise. Mit 951 Schaden. Ja, gut. Also 9 Gefechte sind es am Ende geworden. 7 haben wir davon gewonnen. 5.835 ist die Wertung. Wir können gerne kurz in meinen Werkpass schauen. 5865. Also sind da ungefähr auf meinem Level, auf dem ich normalerweise fahre. Aber hier haben wir deutlich mehr Siege, als ich das normalerweise habe. Nämlich 7 auf 9 ist schon eine ganze Menge. 25 Anleihen habe ich dazu bekommen. Ich habe 520.000 Kreditpunkte verdient. Und freie EP 2701. Das ist auf jeden Fall eine bessere Runde. Das ist möglich, wenn man so auf meinem Level spielt, also wenn man eher mittelmäßig ist, ist richtig schlecht bin ich nicht. Ich würde schon sagen, dass ich eher zum Mittelmaß gehöre. Aber da gehöre ich dann auf jeden Fall hin. Und ja, das kommt dann mit raus. Jo, das soll es von mir gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer natürlich draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis da natürlich für immer. Eure Keule, macht's gut und ciao.